Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Zack. Ja, also im tiefen Schnee kommen wir, glaube ich, wirklich besser voran. Zumindest läuft es hier auch ein bisschen an. Ne? Ah, cool, keine Munition mehr. Endlich mal Ziegenfell. Klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich sag's euch wirklich, das hat was zu bedeuten. Jetzt brauchen wir wieder Ratten. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Mal wieder ein paar Knochen. Was haben wir da? Ach, wir sind im Yellowstone. Ja, ich hab's mir schon irgendwie gedacht, aber ich war mir nicht ganz sicher. So, wer lesen möchte, einmal bitte. Wohl so viel ist das gar nicht. Ich glaube, ich lese vor. Servetor sagt, ich krieg Hausarrest, wenn ich die Auswertung nicht abgebe. Okay, gut, hier, bitteschön, nerv Robo. Dieser Ausflug nervt, Yellowstone nervt, Schule nervt. Hab mein Sandwich in irgendein komisches Regenbogenwasser fallen lassen und es hat sich aufgelöst. Irgendwie cool, aber jetzt bin ich hungrig. Wieso sagen Sie immer, dass man den Augenblick genießen soll? Niemand interessiert das. Zwingt mich nicht dazu, mir langweilige Sachen anzusehen. Bären, Waschbären, Hasen, so viel pelzige Viecher. Die Holo-Übertragung hier ist mies. Konnte das neueste Patch von Goblin Nation erst im Busladen und hab die Shattered Chasm Challenge verpasst. Mann, waren die Jungs sauer. Ich hasse Natur. Hier fertig. Viel Spaß von Bath from Above. Yo. Ich schürf mir alles auf. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich noch ein Jagdlager freigeschaltet habe. Das eine reicht mir, ehrlich gesagt. Kanickel? Ne, nicht Kanickel, hier. Baumkrabbler. Oh, wie cool. Und ich hab's auch noch erwischt. Naja, sowieso nur weiß, das brauchen wir nicht. Lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Thank you.
Viel Spaß, Jungs. Oh, da hinten geht irgendwas ab. Ich glaube, hier ist eine der Jägerinnen. Wo? Eine Fremde, ha? Tja, wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Fort von Tradition. Und weit fort vom Berak. Ist nicht... Tja, verdammt! Sie wollen das Metall. Aber ich brauche es mehr. Man sagt, Banuk wollen keine Hilfe. Ist das wahr? Sie nicht. Ich schon. Eine Fremde. Häuptling eines Veraks? Im Schnitt geht es schon merkwürdig zu. Was du nicht sagst. Du kämpfst gut. Ich bin Ikri. Danke. Ich bin Aloy. Den Weißzehen sollen zwei Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest, also... Ich bin wegen ihr geblieben. Mylen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Verak zurück, bevor sie gehen. Warum willst du unbedingt den Weißzähnen beitreten? Sie sind einer der großen Veraks von Banur. Sind nicht viele große übrig. Ich würde Mylen folgen. Ich war ihr Schatten im Schnee. Und sie war meine. Botin der Weißzähne zu sein, war alles für sie. Kennst du diese Mylen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang. Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Mylen will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt, Verbote zu hören.
Sie lässt es nicht zu. Nimmt weder die Heilpflanzen von mir, noch das Essen. Nur was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können wie sie. Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. 4 Tage, 4 Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er brachte sie nach Ban Ur. Tja, das wurde mir ebenfalls so erzählt. Bringen wir sie zurück zum Verak. Okay. Ich habe eine Schiene für ihr Bein. Medizin für den Schmerz, aber sie wird das nicht freiwillig nehmen. Gesetz des Überlebens. Stammesgesetz sollte uns nicht von denen trennen, die uns wichtig sind. Auch wenn dir das Gesetz wichtiger ist. Tja. Aloy, bist du dabei? Dabei? Ja klar, ich laufe ja schon vor. Komm. Das nennst du hell? Na gut. Wir werden es verhindern. Weiter hoch? Ich glaube, ich habe sie voll abgehängt. Da. Wir können die Maschinen bekämpfen, bevor sie da sind. Ein weiterer Traditionsbruch. Glaub es mir ruhig. Es wird jedes Mal leichter. Leicht sein, Aloy. Versänger? Auch noch? Chancen. Ja,
Schultern. Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylan? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich habe geschworen, du wirst dein Weiß zahlen. Das musst du. Ich gehe zurück. Allein. Nein! Lasst mich in Ruhe. Bitte, lass sie. Mylan, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verak um Vergebung bitten. Der Verak war mir nicht wichtig. Sie wird verstehen. Du hast sie gerettet. Du kennst die Banuk nicht sehr gut, Aloy. Wir haben viele Wege, Groll auszudrücken. Nur einen, eine Entschuldigung anzunehmen. Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie hätten sie sterben lassen. Und ich gehöre nicht. Ikri. Ich finde einen Riss im Gletscher. Schreie meine Trauer hinein. Das Eis kann sie behalten. Was soll ich Ihnen sagen? Dem Verak. Ich stürzte. Und dass sie ausharrte. Okay? Okay. Das kann ich machen. Wenn das der Wunsch ist. Was? Ich würde mal streng behaupten, ich soll da nicht lang. Aber in den Tod gestürzt bin ich gerade eigentlich nicht. Gut, und ja, was dann? Ja gut, wir müssen zu den Weißzahnhäuptlingen, also können wir auch eine Schnellreise machen.
Ziege. Sind wir die falschen Falle, ne? Hab ich's mir doch gedacht. Ich würde mich vom Nordrand des Schnitts fernhalten. Jo. Oder willst du auch eins der Lieder werden, die die Klaue hat verstummen lassen? Mylène ist zurück. Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Hab ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Ihr habt sie dem ausgesetzt. Sie gab alles für eure Regeln auf. Verweigerte Hilfe, wie von euch gelehrt. Lief mit kaputtem Bein zurück. Ließ die Freundin zurück. Sie hat bestanden. Wahrhaftig. Stellt ihr das in Frage? Wenn meine Kälte so viel Hitze auslöst, musst du die Wahrheit sprechen. Die Weißzähne werden sie aufnehmen. Fremde, was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Mosseram-Lager nähert sich dem Land der Banuk. Sie sollten lieber vorsichtig sein. Okay. Mosseram. So, wir haben gar nicht mehr so viel hier zu tun. Denn eigentlich gibt es noch eine Art der Quest, die wir erledigen müssen. Das ist das Jägerding. Aber selbst das können wir später machen. Gut, das heißt. Oh, was haben wir hier? Hier habe ich irgendwas, die drei Jäger. Ach, guck an, siehste. Nochmal schnell hier hinreisen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Werden wir sehen, was da passiert. Also, bis dahin.